Und wir bleiben gleich bei QR-Codes, denn ein solcher soll jetzt auch für einen offiziellen Altersnachweis reichen. Möglich macht das die neue E-Ausweise-App des Finanzministeriums. Die zeigt an, ob eine Person eine gewisse Altersgrenze überschritten hat, also etwa, ob sie über 18 Jahre alt ist. Wie das genau funktioniert, das hat sich Matthias Linke angesehen. Vieles funktioniert ja schon länger über das Smartphone, aber jetzt scheint es wirklich so, als könnte man die klassische Geldbörse bald ganz zu Hause lassen. Denn mit der neuen E-Ausweise-App ist nun auch ein offizieller digitaler Altersnachweis präsentiert worden. Der referenziert auf das Melderegister, da sind eindeutig die Daten da und so kann sich auch der das Alter überprüft, der Tabaktrafikant oder die Handelskette oder hier der Nachtclub, sich sicher sein, diese Daten stimmen und hat das eindeutig verifiziert. Natürlich ist das besonders für junge Menschen interessant. Doch gerade im Supermarkt könnte der digitale Altersnachweis auch allen anderen den Einkauf erleichtern. Wer zum Beispiel eine Flasche Wein kauft und an der Selbstbedienungskasse zahlt, müsste nicht mehr auf die Mitarbeiterin zum Alterscheck warten. Zum Beispiel auch die Trafikanten haben schon Interesse bekundet, wenn es zum Beispiel um Zigarettenautomaten geht, wo man auch jetzt schon das Alter nachweisen muss. Auch hier ist an eine Anwendung mit dem digitalen Altersnachweis zu denken. Und ich glaube, gerade in den nächsten Jahren wird sich dann noch ganz viel tun in die Richtung. Seit dem Wochenende steht die E-Ausweise-App zum Download auf Smartphone bereit. Bei Android, im Play Store, im Fall von Apple, im App Store. Wer den E-Ausweis nutzen will, braucht zwingend eine ID Austria, die Weiterentwicklung der Handysignatur. Die notwendige Vollversion der ID Austria lässt sich nur am Amt freischalten. Ist das aber gelungen, steht dem E-Ausweis nichts mehr im Wege und auch von Datenschutzexperten gibt es keine Bedenken. Weil man zum ersten Mal wirklich Forderungen von uns umgesetzt hat im Sinne von Unbeobachtbarkeit. Sprich, wenn ich diesen Altersnachweis verwende, um damit Alkohol oder Zigaretten zu kaufen oder beim Türsteher vorbeizukommen, dann sieht der Staat das nicht. Es ist wirklich unbeobachtbar. Ich kann von zentraler Stelle nicht einsehen, wer sich jetzt gerade vor wem ausweist. Wichtig sei aber, den eingeschlagenen Weg in Sachen Datenschutz beizubehalten. Denn in Zukunft soll die E-Ausweise-App das Mitführen jeglicher offizieller Karten und Dokumente überflüssig machen. Transparenz schafft Vertrauen, insbesondere auch beim Datenschutz. Und an der Stelle hat man zum ersten Mal geöffnet und wirklich versucht, auch zuzuhören und ist nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, wie das unter Ministerin Schramböck damals vielleicht noch der Fall war. Wer sich jetzt auf den digitalen Ausweis verlassen möchte, muss nur noch darauf achten, dass der Akku auch immer reicht.